بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ich habe eine E-Mail bekommen, in der die Frage gestellt wurde, ob die Zeugenaussage der Frau tatsächlich im Islam nur den halben Wert der Zeugenaussage eines Mannes hat. Die Frage ist bekannt, das ist eine allgegenwärtige Frage. Die Fragestellerin war eine Muslimin. Derartige Fragen werden meist aufgeworfen von Islamkritikern, feministischen Strömungen und ihresgleichen. Denn die Schlussfolgerung dieser Aussage, wenn es denn so ist, ihrer Meinung nach, also wenn der Islam tatsächlich die Zeugenaussage der Frauen nur den halben Wert im Vergleich zu der männlichen Zeugenaussage gibt, dann ist ja folglich die Frau ein zweitklassiges Geschöpf. Eingangs und bevor wir auf diese Kernfrage hier eingehen, muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dieser Art von Schlussfolgerungen um Scheinargumente handelt. Diese Aussage oder die Schlussfolgerung, die Zeugenaussage einer Frau ist nur halb so wert wie die Zeugenaussage eines Mannes. Schlussfolgerung, daraus schließen wir, der Islam sieht die Frau als ein zweitklassiges Geschöpf an. Er sieht in der Frau nur einen halben Menschen. Diese Schlussfolgerung ist ein Scheinargument. Und ein ganz übliches Scheinargument, die Mutter aller Scheinargumente. Und zwar ist das wie folgt. Wenn es zwischen den Prämissen und der Schlussfolgerung keine Zwangsläufigkeit gibt, dann ist dies ein Trugschluss und dieses Scheinargument wird genannt non sequitur. Das heißt, ich habe gewisse Prämissen, gewisse Vordersätze, aus ihnen ergibt sich eine Schlussfolgerung. Wenn jetzt aber zwischen diesen Vordersätzen, den Eingangssätzen, aus denen eben ein Schluss gezogen werden soll, wenn dieses Ergebnis aber in der Realität gar nicht aus den Prämissen folgt, dann nennen wir das non sequitur. Ein Beispiel dafür: Wenn wir sagen würden, Berlin hat einen Fernsehturm, das ist die erste Prämisse. Die zweite Prämisse: Ich sehe einen Fernsehturm in meiner Stadt. Schlussfolgerung: Ich bin in Berlin. Das ist dieses Scheinargument. Es ist nicht zwangsläufig, dass ich in Berlin sein muss, wenn ich einen Fernsehturm sehe. Und gleiches gilt auch hier. Also in dem Fall Frau und Zeugenaussage. Es ist tatsächlich der Fall, das können wir nicht leugnen und das wollen wir auch nicht leugnen, dass es in einigen Fällen, in einigen Strafdelikten so ist, dass die Aussage von zwei Frauen erst als eine rechtmäßige Zeugenaussage gezählt wird. Hat das aber zwingend zur Folge, dass dies eine Diffamierung der Frau sei? Das ist nicht zwangsläufig richtig. Das muss nicht unbedingt daraus folgen. Schließlich könnten viele weitere Ursachen in Betracht gezogen werden. Wenn wir ein Turnier haben im Ringen, an dem 10 Männer mitmachen und eine Frau möchte auch teilnehmen an diesem Turnier, wir lassen sie aber nicht mitmachen,
dann muss das nicht bedeuten, dass die Frau hier diffamiert wird. Sie wird einfach ausgeschlossen, weil es hier keine Chancengleichheit gibt. Weil die Männer einfach biologisch in Sachen Kraft einen Vorteil haben gegenüber den Frauen. Es wäre also nicht gerecht, die Frau hier teilhaben zu lassen, eben aufgrund der körperlichen Unterschiede. In diesem Sachverhalt bezieht man sich meistens auf den Vers in der Surah Al-Baqarah, der von den Rechtsgelehrten und den Exegeten des Koran auch als Ayatuddin bezeichnet wird. Ayatuddin, das heißt der Vers, der über das Kredit und das Darlehen handelt. Und das ist der längste Vers im Koran, circa eine Seite lang. Und darin sagt Allah Ta'ala, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَامْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. Das ist der Vers, auf den man sich bezieht in diesem Sachverhalt. Es ist interessant, teilweise aber auch verständlich, dass diejenigen, die sich auf diesen Vers beziehen, über das Zeugensystem oder die Gesamtheit der Voraussetzungen, Bedingungen des Zeugensystems meistens nichts wissen. Das heißt, das ist eine selektive Auswahl von gewissen Texten, mit denen man versucht, Konfusionen, mit denen man versucht, Probleme zu erzeugen. Missachtet werden dabei aber weitere Texte bzw. weitere Sachverhalte, die ebenfalls mit Frau und Zeugenaussagen zu tun haben. Jedenfalls wird dieser Vers wie folgt übersetzt: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, und bringt zwei Männer von euch als Zeugen. Und wenn man den Kontext hier beachtet, dann handelt es sich hier um diverse wirtschaftliche Aspekte, Handel, Kredit, Darlehen und so weiter. In diesem Kontext. Wenn es keine zwei Männer sein können, dann soll es ein Mann und zwei Frauen sein, mit denen ihr als Zeugen zufrieden seid. Damit, wenn eine von beiden sich irrt, eine die andere erinnere. Das ist der Vers, der dieses Problem verursacht bei ihnen. Nun, man muss vorher erstmal begreifen, wie überhaupt, als was eine Zeugenaussage im Islam empfunden wird, also im islamischen Kontext. Die Zeugenaussage ist eine Last und Bürde, kein Ehrenrecht. Die Zeugenaussage bei ihrer unermesslichen Wichtigkeit im islamischen Kontext wird sie nicht als ein Ehrenrecht betrachtet, sondern als eine schwere Last und eine Verantwortung. Zeugenaussagen können fatale Folgen haben. Sie können entrechten und zum Schafott führen. Und da der islamische Geist diese Wahrnehmung und dieses Empfinden in der muslimischen Gesellschaft fördert und das natürlich dazu führen könnte, dass Zeugenaussagen gänzlich ausfallen, um dem entgegenzusteuern, damit das nicht passiert, werden andere Maßnahmen, andere Erinnerungen, andere Texte offenbart. Damit es eben nicht dazu führt, dass die Rechte der Menschen in der Luft schweben und warten auf Zeugen hoffen. Daher sagt der gleiche Vers, وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, und die Zeugen sollen sich nicht weigern, wenn sie aufgefordert werden, ihre Zeugen
Aussage abzulegen. Und deswegen verbietet er auch, sie zu verschweigen. Allah Ta'ala sagt, وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Und verheimlicht nicht die Zeugenaussagen, verheimlicht kein Zeugnis. Wer es aber verheimlicht, dessen Herz ist gewiss sündhaft und Allah weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Eine Zeugenaussage kann auch ein erheblich emotionaler Kampf werden. Es kann erfordern, dass man all seine Emotionen überwältigen muss und sie beiseite legen muss. Besonders dann, wenn man als Zeuge gegen oder für jemanden einberufen wird, mit dem man diverse soziale Beziehungen pflegt. Daher sagt Allah Ta'ala im Koran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. O ihr, die glaubt, seid Wahrer der Gerechtigkeit, Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst oder die Eltern und die nächsten Verwandten sein sollte. Wem also diese Last abgenommen wird, dem wird in Wahrheit ein Gefallen getan und kein Unrecht. Nun, das ist ein Aspekt dieses Sachverhalts. Es gibt aber noch weitere Aspekte. Trotz der beschriebenen Umstände ist es in vielen Fällen auch so, in den meisten Fällen, dass auch nicht die alleinige Zeugenaussage eines Mannes ausreichend ist. In den meisten Fällen werden mindestens zwei redliche Zeugen benötigt. Wiederum in anderen Fällen benötigt man vier männliche Zeugen, wie etwa Unzucht, wie etwa bei der Unzucht. Wiederum in anderen Fällen reicht auch eine einzige Frau. Eine einzige Frau. Wenn eine Frau beispielsweise bezeugt, dass dieser Mensch von jener Frau gestillt wurde oder dieses Kind von dieser Frau geboren wurde, dann ist das völlig ausreichend. Außerdem müssen wir uns das Ganze auch aus der soziologisch-gesellschaftlichen Lage betrachten und ebenfalls aus der Perspektive der biologischen und psychologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau. In der idealen muslimischen Gesellschaft bzw. der Gemeinschaft, die vom Koran angesprochen wurde, gab es folgende Unterschiede und Umstände. Zu einem die Funktion der Frau als Hüterin des Hauses und oberste Instanz der kindlichen Erziehung. Und das erfordert natürlich, dass die Frau das Haus nur selten verlässt und die meiste Zeit in ihrem Haus verbringt. Das war einfach in der Gesellschaft der Fall. Und der Vers des Kredits und des Darlehens handelt um komplexe Geschäfte, die meistens außerhalb des Hauses stattfinden. Und in diesem sozialen Umfeld, in diesem gesellschaftlichen Konstrukt, hat die Frau damit am wenigsten zu tun. Des Weiteren wurde in einer Studie im Jahr 2015 gezeigt, dass das limbische System der Frau aktiver ist als das des Mannes und dass Frauen in der Regel emotionaler sind und häufiger unter Depressionen und Angstzuständen leiden, könnte am aktiveren limbischen System liegen, wie die Studie behauptet. Das ist nämlich für die Emotionen zuständig.
Und es ist bekannt, dass es geschlechterspezifische psychische Krankheiten gibt. So erkranken Frauen neben Depressionen auch öfter an Alzheimer und Essstörungen. Männer erkranken eher an Verhaltensauffälligkeiten, Aufmerksamkeitsdefizitstörungen wie ADHS. Kanadische Forscher berichten in einem Fachmagazin für Psychophysiologie, dass Männer und Frauen unterschiedliche emotionale Gedächtnisse haben. Bilder, die unangenehme Gefühle und Assoziationen hervorriefen, wie beispielsweise weinende Kinder, Kriegsszenen, daran erinnerten sich die Männer besser als an Bilder, die positive Gefühle weckten. Umgekehrt haben die Frauen sich besser an Bilder erinnert, die positive Gefühle weckten, schlechter an Bilder, die negative Gefühle erweckten. Zeugenaussagen werden meistens in Strafdelikten benötigt. Strafdelikte haben immer etwas Negatives an sich, seien es Gewaltdelikte, Morddelikte, Überfälle, was auch immer es sei. Wissenschaftler im Max-Planck-Institut haben festgestellt, dass bei Frauen parallel zum Rhythmus des Östrogenspiegels über ihren Monatszyklus hinweg auch die Struktur ihres Hippocampus variiert. Eine Hirnstruktur, die für Gedächtnis, Stimmung und Emotionen besonders wichtig ist. Sie sagen Folgendes: Wir haben herausgefunden, dass parallel zum ansteigenden Östrogenspiegel bis zum Eisprung auch das Volumen des Hippocampus zunimmt. Sowohl das seiner grauen als auch seiner weißen Substanz, erklärt Claudia Barth, Erstautorin der dazugehörigen Publikation. Wie sich die Schwankungen dieser Hirnstruktur konkret auf das Verhalten und spezielle geistige Fähigkeiten auswirken, können die Wissenschaftler bisher nicht sagen. Eine Vermutung haben sie jedoch bereits: Der Hippocampus spielt eine zentrale Rolle für unser Gedächtnis, unsere Stimmung, unsere Emotionen. Bei Mäusen wurde bereits festgestellt, dass nicht nur der Hippocampus, sondern auch verschiedene Verhaltensweisen einer Art monatlichen Zyklus unterliegen. Zwei Studien belegen den Einfluss der hormonellen Veränderung auf das geistige Leistungsvermögen. Frauen, die ihre letzte Monatsblutung erst seit kurzem hinter sich hatten, tun sich bei fast allen Testaufgaben am schwersten. Das hat natürlich nichts mit der Intelligenz oder Denkfähigkeit der Frau zu tun. Aber bei diesem Urteil in der Scharia werden einfach die gesellschaftlichen Umstände und die biochemischen Unterschiede der Geschlechter mit beachtet. All das hier Genannte sind mögliche Ursachen, mögliche Weisheiten, nicht die endgültigen Ursachen. Die Rechtsgelehrten in der Scharia unterscheiden zwischen Weisheiten, die sie Hikam nennen, und zwischen Ursachen eines Rechtsurteils, die nennen sie Ilal. Eine Weisheit erklärt mögliche Nutzen, kurzfristige oder langfristige Nutzen. Eine Illa, das heißt das Charakteristikum, die Ursache des Urteils, begründet aber, wann dieses Urteil angewandt wird und wann nicht, in welchen Fällen es angewandt wird und in welchen Fällen das nicht getan wird. Zur Erörterung von den Ursachen gibt es spezielle Methodiken, die in der Wissenschaft des Usul und Fiqh gelernt werden. Das, was wir hier genannt haben, sind mögliche Weisheiten für dieses Urteil. Wobei die endgültige und allergrößte Weisheit für den Muslim einfach jene ist, dass es sich hierbei um ein göttliches Urteil handelt, aus unserer Perspektive. Und das ist eine plausible Erklärung. Das reicht für uns als eine plausible Erklärung für die Richtigkeit, Zweckmäßigkeit
dieses Urteils. Der eine oder andere mag vielleicht darin keine plausible Erklärung sehen, einfach zu behaupten, das ist eben ein göttliches Urteil. Aber natürlich ist das nicht mit dieser Oberflächlichkeit. Wenn wir nämlich plausibel, wenn ein Muslim durch plausible, rationelle Beweise und Belege zu diesem Entschluss und der Entscheidung kommt, dass diese Offenbarung, dass es Gott gibt und dass diese Offenbarung die göttliche Offenbarung ist, dann ist es natürlich logisch, natürlich vorausgesetzt, dass er auch daran glaubt, dass dieser Gott allwissend ist, allmächtig ist, weise ist, dann ist es nur logisch und plausibel, auch davon auszugehen, dass die Gesetze, die einzelnen Gesetze, die unmissverständlich von ihm kommen, die nicht interpretierbar sind, dass diese auch ihre Zwecke erfüllen, selbst wenn wir die detaillierten Hintergründe und Weisheiten nicht kennen. Ein Muslim kann sich also auch mit so etwas überzeugen und damit begnügen, und das ist plausibel. Das hat nicht nur mit Glauben, Denken zu tun. Ja, das war's dann. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.